Auf den Reisen kam es immer wieder zu wichtigen Frauenbegegnungen. Auf der Krim lernte Tschechow mit 29 Jelena Schawrowa kennen. Das war im Badeort Jalta. Heute ist der Schriftsteller hier mit etlichen Denkmälern allgegenwärtig. Er war ständig von einem Schwarm von Verehrern umgeben. Zu ihm, wie zu einem unwiderstehlichen Magneten, wurden alle mit ihren Nöten, Zweifeln, Wagnissen hingezogen. Erinnerte sich Jelena Schawrowa. Mit ihrem Wagnis kam auch Jelena Schawrowa selbst zu Tschechow. Ein junges Fräulein, sie war erst 15. Sie träumte davon, Schriftstellerin zu werden. Einmal sah sie Tschechow in einem Straßencafé, ging auf ihn zu und bat ihn, ihre erste Erzählung zu lesen. In den darauffolgenden Jahren schickte sie 20 ihrer Erzählungen an Tschechow. Er redigierte sie, half zu publizieren. Sehr verehrte Kollegin, nannte er sie, sie ihn, cher maître. He had a real talent. Er hatte ein echtes Talent als Literaturredakteur. Und dies war die Grundlage vieler seiner Beziehungen, sowohl mit Frauen als auch mit Männern. Er machte das gern, sogar als er schon sehr krank und nah am Sterben war. Er fragte Verlage nach Manuskripten, die sie nicht publizierbar fanden. Er arbeitete an ihnen, verbesserte sie und half sie zu veröffentlichen. Über Briefe bekam Jelena von Tschechow so etwas wie Creative Writing-Unterricht. Sie formen eine Figur richtig, aber nicht genügend plastisch. Sie wollen nicht oder sind zu faul, alles Unnötige mit dem Spachtel von den Figuren wegzumachen. Seine eigenen Werke sind ausgesprochen lakonisch. Die Kürze, sagte er, ist die Schwester des Talents. Sieht, wie die Erzähleinstiege bei Tschechow aussehen. Abrupt, manchmal ganz frisch, ganz knapp, mit fragmentarischen Sätzen. Wetter gut, Bahnstrecke schwierig, Gebüsch dicht oder so etwas. Und dann kommt er langsam ins Erzählen. Und dann ist er ein sehr ökonomischer Erzähler. Er verschwendet die Zeit seiner Leser nicht. Nach 7 Jahren Bekanntschaft, als Jelena 22 und schon verheiratet war, wurden sie zum Liebespaar. Bald darauf war für Tschechow die Beziehung beendet. Obwohl er sie schon verlassen hatte, schrieb Jelena an Tschechow: Sie sind mein Gewissen. Und nur Sie allein verkörpern für mich alles Schöne, Gute und Moralische auf unserer Erde. Und in einem anderen Brief: Ich wünsche Ihnen Gesundheit und mehr Liebe den armen Frauen gegenüber. Sie sind ungerecht zu Ihnen. Die Mathematikerin Olga Kondasova nannte ihn ein patentiertes Don Juan. Lika beschuldigte Tschechow des Egoismus. Sie wünschte sich manchmal von ihrer Liebe zu ihm geheilt zu werden. Ich flehe Sie an, helfen Sie mir dabei. Rufen Sie mich nicht zu sich. Doch er rief sie und sie kam fast immer. Boah, mein Gott, wie durch.